Sarasana, die Kranichstellung, auch liegender Kranich genannt. Sarasa heißt eigentlich, was zu einem Teich gehört. Saras ist Teich und ist die Bezeichnung für Kranich. Raffaella zeigt, wie es geht. In der Sitzhaltung gib den linken Fuß hinter den Kopf und beuge dich dann nach vorne, halte die Handflächen auf den Boden und die Ellbogen zur Seite. Strecke dabei die Fingerspitzen aus und spreize die Hände. Das ist Sarasana, der liegende Kranich.